Moin! Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe Let's Play LS 17 auf der nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map, Version 2.1 ohne Gräben. Ja, was wollte ich denn sagen? Ach so, wir haben ein paar Neuerungen. Und zwar, erstens eine Information für alle, die bei mir im Gewinnspiel gewonnen haben. Ich habe die Gewinne noch nicht verschickt. das tut mir leid, aber die ersten Plätze, also von 5 bis 1, die Sachen waren noch nicht rechtzeitig angekommen und deshalb konnte ich die noch nicht verschicken. Und ja, daher habe ich die auch noch nicht verschickt. Das wird jetzt leider erst Ende nächster Woche was werden. Das tut mir leid, aber ihr kriegt eure Gewinne, braucht keine Angst haben. Ende nächster Woche bin ich wieder zu Hause, dann verschicke ich die Gewinne und dann kriegt ihr die. Ja, die zweite Neuerung, ich probiere wieder mal ein bisschen was mit dem Sound aus, mit Mikrofon, mit anderer Hardware, deshalb im Moment noch ein bisschen ruckelig, ich muss mal eben kurz hier noch was umschalten, das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, weil ich mich selber höre, auf meinem Headset. Und das ist so ein bisschen ungewohnt. So. Aber jetzt ist besser. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen im Vergleich zur Musik. Ich habe das auch so eingestellt, dass wenn ich rede, wird die Musik leiser. Und wenn ich aufhöre zu reden, dann wird sie wieder lauter. Eigentlich, ich hoffe, das funktioniert. Ich mache mal hier den Traktor an. Dann könnt ihr mir auch sagen, wie ich im Vergleich so zu den Maschinen zu verstehen bin. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich mache deshalb auch in dieser Session nur diese eine Aufnahme, weil ich dann für Freitag schon direkt reagieren kann und wieder weitere Einstellungen ändern kann. Daher sagt mir bitte Bescheid, wie ihr das findet. Und wir gehen erstmal durch und schauen mal. Ah, okay. Ah, das war jetzt natürlich doof. Jetzt muss ich mal dieses Ding ganz da rausnehmen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich nehme eine andere Taste, um hier meine Tastatur, um mein Cosplay zu öffnen. Nicht die rechte Maustaste, weil ich die auch immer für alle möglichen anderen Sachen brauche. Aber das war jetzt vielleicht doch nicht so gut. Weil jetzt kommt immer dieses komische Ding ins Menü. Das war jetzt dann vielleicht doch ein bisschen doof. Das heißt, das wird jetzt eigentlich nichts werden hier mit dem Cosplay. Weil ich einfach hier gar keine... Da kann ich ankommen. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Okay, Glück gehabt. Mit ein bisschen Tricksen geht's. Aber schön ist das nicht. Aber ich wollte ein bisschen... war es leid, immer dieses blöde Cosplay-Fenster im Bild zu haben. Und da gab es auch tatsächlich Kritiken in Form von Kommentaren unter den Videos. Und ihr habt natürlich recht, das nervt. Gar keine Frage. Ja, in diesem Video müssen wir nochmal damit leben, dass das jetzt ein bisschen passieren wird. Aber ich tue mein Bestes, das zu verhindern. Das wird dann nur gehen, indem ich das hier... Oh Gott, wo sind wir denn hier? An welchem Feld sind wir? Feld 30. Da müsste ich dann ja einen neuen Kurs für haben. Feld 30 dreschen. Ach, ich habe noch gar keinen Abfahrerkurs. Okay. Dazu muss ich erstmal gucken, wie das Feld 30 denn aussieht. Das ist jetzt natürlich super, dass ich da genau vorstehe.
das Beste wird sein. Ich fahre jetzt mal einen Kurs ein, würde ich sagen. Und zwar die einzige Möglichkeit, hier vernünftig einen Kurs einzufahren, ist... indem ich hier beginne. Und dann den Kurs mal einfahre. So, mein Klaas steckt schon im Verkehr fest. Ja, super. Da muss ich mich dann gleich mal drum kümmern. Das mit dem Mikrofon ist auch noch echt ungewohnt, weil jetzt habe ich hier so ein riesen Mikrofon im Sichtfeld hängen. Ich arbeite ja oder spiele ja mit einem recht großen Bildschirm. Mit einem 48 Zoll. Also spiele auf meinem Fernseher sozusagen und sitze da direkt vor. Jetzt habe ich hier aber immer in der Ecke so ein großes Mikrofon hängen. Ja, ich habe mir so ein Großmembran-Mikrofon von Shure habe ich mir besorgt. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. KSM44 heißt das. Und das ist echt, echt gut. Aber eben auch recht groß und nimmt viel Platz weg. Und dann noch mit dem Popschutz davor. Tja, was soll man da sagen? Dann wird dann die Fläche doch relativ klein, die man dann noch vom Bildschirm übrig hat. Aber hey, ich will mich nicht beschweren. Ich wollte es mal ausprobieren, wie das ist. Und ihr könnt mir dann gerne in den Kommentaren hinterlassen, ob das mit der Musik so klappt, ob ich gut zu verstehen bin, ob der Sound der Motoren oder der Maschinen laut genug ist oder ob da sonst irgendwas nervt oder so. Also immer gerne her damit. Mit den Infos. Ich sehe mal zu, dass ich hier einen Kurs eingefahren kriege von Feld 30. Und erinnert mich dran, nein, erinnert mich nicht dran, dass ich dieses Vehicle Sort rausnehme. Das habe ich noch nie benutzt und ich glaube, ich brauche es nicht. Und dafür könnte ich dann nämlich... ja, wobei, im Endeffekt macht das wahrscheinlich nichts aus, weil wenn links da so eine Meldung ist, muss ich trotzdem das Cosplay-Fenster aktivieren, wahrscheinlich. Na, was soll's. Leute, heute Nachmittag 16 Uhr, auch wieder eine Ausgabe vom Match Experience gegen Friesenjung. Schaut rein, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Ja, ab jetzt wird es nämlich richtig spannend, glaube ich, würde ich behaupten. Und ja, morgen Abend Livestream. Ich kann noch nicht genau sagen, wann. Wahrscheinlich noch nicht um 19 Uhr, weil wir noch was testen wollen und noch ein paar Einstellungen machen müssen bei uns im Team. Und wenn das aber alles klappt, könnt ihr dafür dann ab morgen Abend und auch am Samstag euch einen Livestream angucken. Wie ich persönlich ihn im LS auf YouTube so noch nicht gesehen habe. Das heißt nicht, dass es das noch nicht gab, das weiß ich nicht. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen, ob das alles so klappt mit den Einstellungen und so, wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns das vorstellen. Und wenn ja, dann weiß ich nicht, ab 2030 oder so gibt's dann was Schönes zu sehen, was ich, wie gesagt, persönlich so noch nicht gesehen habe. Also... schau rein. Ja, und natürlich Samstag, Sonntag ganz normal. Zwei Ausgaben LS. Samstag Nachmittag auch eine Ausgabe
Match gegen Friesenjungen und Samstagabend natürlich Livestream. Ja. Bei mir auf der Arbeit hat sich das jetzt gerade so ergeben, dass ich wahrscheinlich in der Woche, wo LS19 rauskommt, doch Zeit habe. Also nicht tagsüber, aber abends. Weil ursprünglich sah es ja so aus, dass ich die ganze Woche über von montags bis einschließlich sonntags immer so von mittags bis Mitternacht arbeiten muss. Oder manchmal auch erst später anfangen, dafür noch länger arbeiten. Aber so wie es aussieht, wenn ich Glück habe, kann ich das abwenden und kann dann doch abends mich immer am Computer setzen und LS19 spielen. Mal gucken. Wir schauen mal. Ups. Naja, solange ich hier nur mit einem fahre, ist das jetzt nicht weiter schlimm, dieser Ruckler. Das macht dann nichts weiter. Ich fahre mir hier einen Wolf zusammen, ey, das ist unglaublich, unfassbar. So. Speichern. 35. Silo. Da. Ja, er hat einen Drescher ab und den sucht er auf Feld 30, bitteschön. Dann seht ihr, das Feld ist doch auch bald Geschichte. So, der steht da und wartet. Ist voll ätzend. Okay, der ist aber auch, glaube ich, fertig, ne, mit dem Feld. Ja, der ist fertig. Sehr schön. So, das haben wir. Der ist auch fertig. Der ist nicht fertig, der auch nicht. Der natürlich noch lange nicht. Unbedingt weg. Der steht ja auch wieder toll. Mann, ist das ein Generve. Erst das mal durch und guck mal, wie weit die alle sind. So, Feld 30. Ach ne, Feld 38. Ja, die hatte ich noch nicht. Oh, ihr hört's, die Zeit ist um.
Was ja auch gar nicht so schlecht ist. Also sagt mir mal bitte Bescheid, wie das mit dem Sound ist, ob das okay ist, ob ihr mich gut versteht, ob die Lautstärkenverhältnisse passen und so weiter und so fort. Ich mich jetzt hier erstmal alles eingestellt habe, mag ich hier eigentlich gar nicht beigehen, das alles wieder jetzt abspeichern und irgendwas anderes machen. Ich habe noch nicht mal alle in Gang gekriegt. Wo sind wir denn? Feld 30, Dreschen. Ja, eigentlich brauche ich den auch nicht mehr. Brauche ich den ja jetzt auch nicht mehr losfahren lassen, oder? Ich meine. Egal. Leute, sagt mir gerne Bescheid, wie ihr damit zufrieden seid, ob das gut war, nicht gut war. Den muss ich auch neu einfahren. Ja, klar, ihr habt natürlich recht. Danke für die Tipps aus der Community. Ich habe da irgendwie Mist gebaut. So, und das war es jetzt erstmal für heute mit den neuen Soundeinstellungen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das so läuft, ob ihr mich gut verstehen könnt, ob irgendwas zu laut, zu leise ist. Dann habe ich Möglichkeit, das anzupassen. Ja, ich verabschiede mich bei euch, sage vielen, vielen Dank und ciao.